Heute begrüßen Sie Olaf Schubert. So, da bin ich. Und in meiner Funktion als Bundes-Olaf und Zentral-Schubert beschäftige ich mich mit Problemen. Ganz oben auf der Agenda steht bei mir natürlich die Umweltschutzproblematik. Also ich wurde auf diesen Sachverhalt aufmerksam durch einen familiären Zwist, den ich über mich ergehen lassen musste. Es war, also ich war einkaufen, also mit meiner Freundin, also oder ja, ich war mit, also wie das so ist. Sie griff hinein in die Auslagen, mit vollem Arm ließ sie es runterregnen in den Einkaufs-LKW. Und das habe ich mir eine Weile angeschaut und dann habe ich aber den rhetorischen Hebel rausgeholt und habe gesagt, pass mal auf, also hör mal zu, hier, mein Liebe, hier, wie heißt Carola? Wir sind schon lange zusammen, da kommt es gelegentlich zu einer kleinen Demenz in der Libidodrüse. Sie ist ein bisschen eine graue Maus. Jedenfalls habe ich dann gesagt, hör mal zu, mein lieber Freund und Kupferstecherin. Also wir können nicht einfach beliebig irgendwelche Produkte kaufen, denn als Konsument sind wir auch Verbraucher. Irgendwo, ne? Und deshalb sind wir in der Pflicht zu unterscheiden zwischen umweltgerechten und umweltungerecht erzeugten Produkten, ne? Denn zur Herstellung eines jeden Produktes werden Ressourcen verbraucht, die nicht unbegrenzt zur Verfügung stehen, die sind irgendwann alle, ne? Irgendwann ist Schluss mit Öl, Kohle, Gas, Bauxit, Draht, ne? Plaste. Also diese Rohstoffe stehen nicht unbegrenzt zur Verfügung und das werden wir auch noch im privaten Bereich zu spüren bekommen. Das ist jetzt schon absehbar, ne? Wenn in 30 Jahren noch jemand Öl im Keller hat und das finden die raus, ne? Über Google. Ne? Also Google rückt ja immer näher, das fing ja an mit Google World, dann Google Map, jetzt kommt Google Street und in 30 Jahren dann Google Keller. Ne? Erde von unten. Dann sehen die das, aha, Öl, dann wird das an CIA gemorst. Der CIA schickt einen Sturmtrupp, dann rückt er an. Der Dschihad, der GI, irgendwas verschnupft ist. Ne? Also da wird das Grundstück eingenommen, der Keller wird gestürmt, der Keller wird besetzt, im Keller wird eine Demokratie errichtet und dann kommt das Öl ins Museum. Dieses Horrorszenario können wir aber noch abwenden, wenn wir jetzt meine Vorschläge umsetzen, wenn jetzt auf regenerative Energieressourcen umgerüstet wird. Es gibt positive Ansätze, zum Beispiel Sonnenenergie, ne, wird ja schon genutzt im Solarium. Aber ich frage, was ist mit Mondkraft? Ne, die Energie, die die Sonne aufbringen muss, damit es am Tag hell ist, muss ja der Mond aufbringen, damit es nachts dunkel ist. Wird aber nicht genutzt. Ne? Also nicht mal zum Genuss. Ne? Wenn ich zum Beispiel eine ganze Nacht hart arbeiten muss und mich morgen dann mal monden möchte, brauche ich gar nicht gucken. Hier, wo ist das nächste Mondstudio? Ne? Gibt keins. Stehe ich da mit meiner Mondcreme. Ne? Also es gibt ja nicht mal für unsere türkischen Freunde, also es gibt ja nicht mal ein Halbmondstudio. Ne? Sinnlos. Als nächstes frage ich, was ist mit Windkraft? Ne? Deutschland hat noch für über 40 Jahre Windreserven. Windkraft kann fast überall preisgünstig abgebaut werden. Ne? Also die Windräder, die Windkraftanlagen, die stehen ja schon überall rum. Die müssen bloß noch angestellt werden, dann erzeugen die Wind, dann wird der Wind ins Kraftwerk umgeleitet, dort wird er zu Strom zermahlen, ne? Dem Wind wird das Ohm entzogen, er wird in Volt und Ampere aufgespalten und an der Steckdose liegt Watt an. Ne?
So sieht's aus im Spechthaus. Also, das sind ja alles Prozesse, die schon funktionieren. Ja, das geht einwandfrei. Ich habe zu Hause Windstrom. Es zieht zwar ein bisschen aus der Steckdose. So. Aber na und? Also, in diese Richtung muss es gehen. Wir müssen jetzt umrüsten. Wir müssen feststellen, die Erde leidet schon. Sie heizt sich auf. Sie wehrt sich. Ne? Er speit. Der Eier, wie das Ding hier. Ja, wenn ich so heißen würde als Vulkan, würde ich glaube auch ausbrechen. Also, ne? Also das sind die Vorboten und wir müssen jetzt schon konstatieren, die in Deutschland herrschende soziale Kälte reicht nicht aus, die Klimaerwärmung zu kompensieren. Deshalb setzt meine Konzepte um. Vielen Dank. Olaf Schubert, meine Damen und Herren. Olaf Schubert.